Good morning, YouTuber. Bauerhause auf dem Feld, Blumenfeld. Es ist jetzt 6:45, Samstagmorgen, 27. August. Ich starte da wieder meine mobile Bewässerung für diese Sonnenblumen da. Und jetzt, 7:30 Uhr, spritze ich noch schnell die Rosen gegen echten und falschen Mehltau und ein bisschen so 40 oder 50 Milliliter Flüssigdünger dazu. Natürlich mit meiner Rückenspritze, akkubetrieben, Birchmeier, super Spritze. Ha. Ja, liebe YouTube-Freunde, Kontrollgang da in meinen Zuckerrüben. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da noch einmal ein Fungizid spritzen. Es hat zum Teil Blattflecken. Ich weiß es noch nicht, das wird am Montag entschieden. Ja, man sieht dann hier. Hier auch. Und geerntet werden die Ende September, Anfang Oktober, ich weiß noch nicht genau wann. Ich habe sie für eine frühe Ernte angemeldet. Bei uns kann man da wählen, früh, mittel oder spät. Ich habe mich da im Sommer für früh entschieden, damit ich dann nachher noch Weizen säen kann. Mit guten Bedingungen, Rübenhaufen weg und Weizensaat geht einfach so. Und hier gerade eine Schosserrübe, die da Samen macht, die werde ich jetzt gerade ausreißen. So, die war so fest im Boden, die konnte ich fast nicht ausreißen. Aber hat doch auch eine Schosserrübe eine lange Wurzel gemacht. He? Party in meinem Citroën. So, fülle da wieder meine mobile Bewässerungsanlage vom Brunnen. Fülle ich da das alte Druckfass mit Wasser, damit ich da morgen noch einmal Blumenfeld Wasser geben kann. So,
Wir haben viel vorbereitet. Morgen ist Geburtstagsfeier hier unter den Rosen oder unter den Bäumen. Überall ist Getischke. Die Schwester meiner Frau feiert da ihren 50. Und es wird dann da in diesem Ofen, macht dann jemand Pizza für uns. Kühlschrank bereit. Und Bier, Papa mal. Ah, hier im Keller unten, da ist es schön. Kühl. Schließen, Licht ablöschen.